Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Maßeinheiten an. Es geht um die Meile. Eine Meile ist definiert exakt mit 1,609344 Kilometer. Sechs Nachkommastellen, mit denen werden wir nicht rechnen. Wir nehmen uns einen gerundeten Fixwert her von 1,609 Kilometer. Also eine Meile gerundet 1,609. 9. Wir haben zwei Längenmaße gegeben, einmal Dezimeter, einmal Meter, und wollen hier umwandeln in Meilen. Da brauchen wir als Zwischenschritt, wir müssen uns den Wert in Kilometer umwandeln und dann immer schauen, wie oft passt die eine Meile in unseren Kilometerwert hinein. Okay, klingt kompliziert, ist es gar nicht. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Wir haben 12,37 Dezimeter gegeben. Wir wandeln uns diesen Wert um in Kilometer. Da müssen wir gut schauen, wie weit wir nach links schieben müssen, das Komma. Wir gehen auf einen Zwischenschritt, wir schauen uns das an auf Meter, wir wandeln auf Meter um. Dezimeter in Meter bedeutet das Komma um eine Stelle nach links verschieben. Das heißt, wir nehmen hier das Komma und schieben es um eine Stelle nach links, dann haben wir schon einmal auf Meter umgewandelt. Und der Schritt von Meter auf Kilometer ist ein tausender Schritt. Um drei Stellen müssen wir hier springen, weil ja ein Kilometer 1000 Meter hat. Okay? Das heißt, wir müssen jetzt das Komma von Meter auf Kilometer drei Stellen nach links noch einmal verschieben. Einmal, zweimal und dreimal und müssen hier diese Lücken, die entstehen, mit Nuller ergänzen. Das bedeutet, unsere Zahl würde so ausschauen: 0,001237 Kilometer. Ich schreibe auch hier Kilometer her, dass du dich auskennst. Okay? Als Probe kann man sich das noch einmal anschauen und noch einmal zurückrechnen, ob es wirklich stimmt. Hier ist das Komma, Kilometer haben wir. Wenn wir wieder Meter ausrechnen wollten, müssten wir drei Stellen hierher springen, dann sind wir bei Meter. Und noch eine Stelle, dann wären wir wieder bei den 12,37 Dezimeter wie am Anfang. Okay? Umgewandelt in Kilometer, wir schauen, wie oft passt eine Meile 1,609 hier in unseren Wert hinein. Hier haben wir wieder die Division. Okay? Und jetzt schaut es folgendermaßen aus. Ist weiter gleich und das Ergebnis lautet hier, wenn wir es mit dem Taschenrechner ausrechnen, müssen wir gut aufpassen, 0,00768 und so weiter und so fort. Hier können wir nicht auf zwei Nachkommastellen runden. Das geht nicht, weil auch die dritte Nachkommastelle ein Nuller wäre, dann wäre das Ergebnis 0,00 Meilen. Das würde keinen Sinn machen. Also hier macht die Rundung auf zwei Kommastellen keinen Sinn. Man geht dann so weit, bis man eine Ziffer hat und das ist aber erst hier an der vierten Nachkommastelle. Und die fünfte Nachkommastelle wäre jetzt die Stelle, die uns angibt, sollen wir auf- oder abrunden. Bei einem Sechser runden wir auf, das heißt aus dem Siebener wird hier ein Achter. Okay, also hier können wir nicht auf zwei Stellen runden, hier müssen wir auf vier Nachkommastellen gehen. Ist gerundet, schreibe ich hier drunter auf, 0,000 und hier würde jetzt der Achter stehen. Der Siebener wird durch den Sechser aufgerundet auf einen Achter. Okay? Ist ein bisschen komplizierter, hat man aber auch ab und zu. 0,0008 Meilen. Alles klar, weil hier die Rundung auf zwei Kommastellen
keinen Sinn machen würde. Soweit klar? Nächstes Beispiel, 3205 Meter. Ich habe auch hier wieder den Abstand gelassen wegen der Dreierbündelung. 3205 Meter in Meilen umgewandelt. Wir nehmen uns diesen Wert wieder her und wandeln diesen Wert einmal um in Kilometer. Hier steht kein Komma. Wir wissen, wenn kein Komma steht, dürfen wir ja ein Komma setzen. Somit können wir hier hinten das Komma hersetzen. Wir müssen in Kilometer verwandeln. Wir müssen das Komma um drei Stellen nach links verschieben. Von Meter auf 1, 2, 3 Kilometer. Okay? Somit hätten wir den Wert 3,205 Kilometer. Ich schreibe es auch hier wieder her. Das wäre unsere Größe. Und wir schauen wieder, wie oft passt unser Fixwert hier hinein, geteilt durch 1,609 ist gleich. Ist dir das klar? Wir haben Meter gegeben, wandeln uns das um in Kilometer, dass wir es dann durch den Fixwert dividieren können. Okay? Ergebnis lautet hier, wenn wir es mit dem Taschenrechner ausrechnen, 1,991 und so weiter und so fort, wieder Meilen. Hier können wir wieder schön auf 2 Kommastellen runden. Die dritte Nachkommastelle sagt uns, wir dürfen hier abrunden. Somit bleibt der Neuner hier stehen. Somit haben wir als gerundetes Ergebnis 1,99 Meilen. Das wäre exakt. Natürlich würden wir hier sagen, es sind ungefähr 2 Meilen gerundet. Aber wenn schon exakt, dann ist es halt so, dann sind es genau 1,99 Meilen. Okay, ein bisschen schwieriger wegen den ganzen Rundungen. Noch einmal anschauen, noch einmal aufpassen und hier überlegen, hier macht eine Rundung auf 2 Nachkommastellen keinen Sinn. Deswegen mussten wir erweitern, bis wir eine fixe Zahl in der Kommastelle gehabt haben. Okay, alles klar?